zur Rede des Präsidiums, die in diesem Jahr wieder von unserem verehrten Vereinsvorsitzenden Hermann Schwaderlappen abgelesen wird. Bitte, Hermann. Wir sind heute Abend hier zusammen, um den Trüffsinn zu verdammen. Wir lachen über jeden Driss, obwohl fast nichts zu nachhaltig. So großartig, Herbert, das kommt seit 75 Jahren immer wieder gut. Herbert, an dieser Stelle, darf ich dir einen Tipp geben, würde ich an deiner Stelle aufhören? Ja, besser kann es nicht werden. Ja. Komm, haltet euch zurück, als ob euch diese feine innere Ironie überhaupt aufgefallen wäre. Ihr also, Zuchtrussen da oben. Ne? Ja. Herbert, reg dich gar nicht auf, bloß nicht auf, Herbert. Tu so, als wenn du nichts gehört hättest. Ich komme zum Generalthema der letzten Jahre. Das größte Schwein im ganzen Land, das ist und bleibt der Spekulant. Ja. Wenn ich aber nur wüsste, wie man spekuliert, und zwar gewinnt und nicht verliert, dann müsste ich mich selber hier verklagen. So kann ich euch nur allen sagen, ich weiß nicht wie und bleib bescheiden. Manchmal kann ich mich selber nicht mehr leiden. Ja. Hermann, ich muss ehrlich sagen, trefflich formuliert. Ja. Uns geht es manchmal ganz genauso, Herr. Wir können auch nicht spekulieren. Ne? Nee, wir können dich auch oft nicht leiden, wollte ich nur sagen. Also, ich hätte mich nicht getraut, so offen das zu formulieren. Ja. Toi, 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 dass es aufwärts geht. Ja, das ist Mut, ne? Das ist, muss ich nochmal drüber nachdenken. Egal. Das Rauchverbot, das haben sie uns an die Backe gehängt. Doch beim Thema Waffen, da bleiben sie verklemmt. Amok löscht alle paar Monate Leben aus. Eine Lehrerin hat 4 Pumpkunst zu Haus. Bei uns kommen die Waffen aus Schützenvereinen. Bei den Amis im Großen, bei uns im Kleinen. Ja. Ich finde es so angenehm. Was sehen? Diese Totenstille. Was sehen? Diese angemessene Stille, wo jeder sagt, ich geh mal in mich, nicht wahr? Aber ist euch nicht aufgefallen, was da drin steckt, mein Gott, nochmal? Das hat noch nie jemand so gut formuliert. Die Schützenvereine. Ja, die Schützenvereine. Das sind doch die einzigen, die wirklich mit den Waffen umgehen können. Warum schickt man die nicht mal nach Afghanistan? Warum tut man nicht die, die auch in der Waffe ausgebildet sind? Warum müssen das immer unsere Truppen sein, die wir mühselig ausbilden müssen? Und die trotzdem nicht richtig schießen können. Ja. Die haben doch gar nichts. Vor allen Dingen, die haben ja nicht mal mehr Munition. Weißt du, die Bundeswehr muss ihr Manöver peng, peng rufen. Weißt du, und wie stehen die da in Afghanistan, rufen immer peng, peng. Und der Taliban sagt immer, was sagen die da, was sagen die denn lecker? Müssen sie noch Dolmetscher beschäftigen und so weiter. Und die haben überhaupt kein Interesse umzufahren. Verstehst du, wenn der peng, peng ruft, das ist doch nicht schön auf Dauer. Und noch etwas, was da drin steckt. Ich will euch eines sagen. Ich finde, dass unsere Frau Merkel weit unterschätzt ist. Was? Weil sie hat doch, komm, entschuldige mal, sie hat die ganze Zeit sich doch eingesetzt für den Waffenexport. Ja, es muss so sein, wo wir doch so viele Waffen produzieren. Guck mal, wenn wir alle Waffen, die wir produzieren, wenn wir sie alle wirklich exportieren, verstehst du nicht? Dann haben wir doch hier selber gar keine Waffen mehr. Verstehst du? Dann sagt die ganze Welt, sagt, ach Gott sei Dank, da kommen die Deutschen ohne Waffen. Versteht ihr, wenn wir keine Waffen mehr haben, können wir auch keine Kriege mehr führen. Waffenhandel ist eine andere Form von Pazifismus. Versteht ihr? Das ist der Zeitpunkt, meine Damen und Herren, wo ich immer sehr gerne sehr persönlich werde. Oh ja, oh ja. Der Herbst meines Lebens, er rückt immer näher. Doch trotzdem tue ich noch so, als wäre ich der wilde Späher, der auf die Birsch geht, auf die Lauer. Doch statt Libido geht's nur mit Dauerständer per Tablette. Das ist doch nicht von mir. Das habe ich ihm da geschrieben. Sechsakter. Wow, oh. Das sieht scheiße aus. Das dritte Bein ist gebrochen. Das ist alles. Mein Herr, es sieht schlimmer aus, als wie es ist. Weil ich habe ja 2 neue Hüften, den Herrn.
Und ich habe ja sicherheitshalber die Alten drin gelassen. Da ist man flexibler. Ja. Da kannst du dann so einen Fahrradanhänger dranhängen. Das ist doch schön. Ich hänge immer den Wohnwagen dran. Was glaubst du, was die Holländer immer sich wundern? Wie flexibel ich einparken kann. Ja, das ist so gut. Hoffentlich fährt künftig jeder Popel weiter seinen alten Opel. Schlecker zu, die Ärsche offen. Nee, das ist politisch unkorrekt. Wieso? Schlecker offen, die Ärsche zu, so muss ich sagen. Aber ist doch nicht hier, ist egal. Und schlechte Arsch aufhalten. Wir bleiben stets die Alten, der Vorstand 2013. Jo! Ja,